Schön mit dem Drachenfeuer. Finde ich gut. So, okay, dann reite mal weiter, mein Drache. Ich mag die Drachen, ne? Die sind sehr effektiv eigentlich. Sehr gute Sache. Cool, dass sie die gemacht haben. Also beim ersten Teil gab es ja nur den Grauk, wo man halt reiten konnte. Und hier gibt es den zweiten. So, Zorn. Edrain hat den Helmhammer bis auf den schneebedeckten Spitzen von Seregoth verfolgt. Geh zu ihr und besiege den Nazgûl. Okay, noch einer. Also der ist nur geflüchtet. Dich zu retten wird langsam zur Routine. Auf die Sache mit dem Durchbohren könnte ich allerdings verzichten. Wo ist der Nazgûl? Ganz in der Nähe. Kannst du mir folgen? Ich tue mein Bestes. Das war nicht deine erste Begegnung mit Helm, nicht wahr? Ich trat jedem Ringgeist öfter gegenüber, als mir lieb ist. Und du hast sie nie besiegt. Ja, man kann sie ja nicht richtig. Man kann sie ja nicht besiegen, richtig. Warum kämpfst du dann weiter? Im Krieg gegen die Dunkelheit ist manchmal schon ein unentschiedener Sieg. Diesen Kampf müssen wir aber gewinnen. Richtig. Besiege den Drachen. Machen wir. Oder wir hoffen es, dass wir es machen. Warum ging der mäßige Schuss eben nicht? Ich habe doch volle Machtanzeige. Das ist ja sehr komisch. Okay, wir haben keinen Fokus mehr. Ach nee, die Machtanzeige ist ja das Blaue, stimmt. Egal. Alter. Feuer. Oh, bleib stehen, Mensch. Ach, wir brauchen neue Pfeile. Mann, der ist ja gleich da unten. Komm her. So, den haben wir. Der Drache ist down. Ja. Unter Helms Dienern sind die Drachen am gefährlichsten. Indem wir einen von ihnen das ist noch sowas Grünes. Können wir die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Wie den Ring der Macht? Du lässt mein Misstrauen nicht verblassen, Elbenherr. Ein Elbenmeuchler und eine Frau dazu. Das kann nicht sein. Danke, liebes Motorrad da draußen. Sehr schön wieder vorbeigefahren, wie die Besenkten. Mann. Okay, so, weiter im Spiel. Wir folgen ja einfach mal. Das ist unsere Mission, folgen. Folgen können wir gut. So. Da ist ein Karo und noch ein Drache. Sogar zwei Drachen. Ach du Scheiße, heilige Scheiße. Feuer. Feuer, Mann, ich wollte ausweichen. So, den ersten haben wir schon mal. Kommt noch jemand? Okay. Okay. Zwei Drachen sind am Start. Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich kommen wir beim nächsten Mal drei Drachen. So, wo ist er denn? Komm mal her, hier. Oh,
Fokus sollte. Alter, hat er uns voll erwischt. Ich habe keine Dings mehr. Mist. Brauchen wir auch Energie. Weil er uns nämlich gleich aufzählt. So. Der Drache ist tot? Super. Was geschieht mit den Nazgul, wenn sie bezogen sind? Der Drache ist tot. Ihr Geist bleibt bestehen. Achso. Er kehrt nach Barad-dûr zurück, wo er sich stärkt, bis er wieder physische Form annimmt. Ja. Also. Die können halt nicht sterben. Die Nazgul. Jetzt. Das ist nämlich immer das Problem, auch da, auch in dem Film. Und wir können sie ja hier nicht töten, weil, wie gesagt, das Spiel ist ja ist das Bindeglied von der Hobbit und der Herr der Ringe. Und da in Herr der Ringe die Nazgûl noch existieren und auch noch da sind, können sie hier nicht besiegt werden und ist einfach nur logisch, dass hier irgendwas passieren muss. Ja. Wahrscheinlich zu unserem Negativen. Mensch, die Burg gehört uns, du brauchst hier nicht rumschleichen. Jetzt können wir hier mal nach dem Artefakt gucken. Müsste eigentlich hier... Hier müsste er sein, ne? Da hinten ist es das? Nein, das ist ein Spindel. Okay. Ja, da weiß ich auch nicht, warum immer... Kann man das hier abschießen? Hey, Höhenhetzer. Okay. Wahrscheinlich hier unten irgendwo in der Höhle, wa? Wenn hier wahrscheinlich noch eine Höhle hier unten ist, dann ist es wahrscheinlich da unten. Und da ist er. Mein Meister verlangt, dass du. Neben dir, pass mal auf da. Neben dir ist ein Elb. Doch was deine Elben. Oder Elben. Elben. Ich werde ihren Kopf. Und so, da ist er. Hände als Trophäen nehmen. Versuch ruhig zu fliehen. Ich werde dich finden. Alter! Drei! Ja, wie soll ich dir helfen? Ich habe schon sehr Bestien als dich getötet. Stärkere, schnellere, klügere. Alter, was hier los ist. Alter! Du bist die Beute, mein Tier, nichts weiter. Nein, er hat uns! Oder? Nein, er hat uns doch noch! Alter, was ist denn hier los? Ich weiß auch gar nicht, warum wir unseren Drachen nicht treffen können. Ich werde dir die Haut vom Leib ziehen. Alter, was hier los ist? Ich will hier raus. Wir brauchen irgendeinen Sklaven, den ich mir holen kann. Oh, nur Informationen. Wir haben keinen Sklaven. Doch, da hinten. Da sind welche.
So. Hm. Nein! Mann, hau ab! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Den kalten Stahl meines Hammers! Hä, wo zieht er mich denn hin? Ach, komm schon! Du kannst dich vor dem Jäger nicht verbergen! Ach komm! Und er vom Gejagten zum Jäger. Helmwut! Das ist unsere letzte Rettung, ja. So. Alter, war das richtig heftig. Das war richtig heftig. Also der Kampf war der härteste bis jetzt überhaupt. Meine Qualen enden. Auch mit den ganzen Drachen, ne? Zwei Drachen hintereinander. Ich habe meinen Drachen zwar auch gerufen, aber der ist dann einfach wieder weg. Ah, jetzt sehen wir die Geschichte von ihm, ne? Du hättest mir die Hand deiner Tochter nicht verwehren sollen. So ist er damals gestorben, ne? Okay. Ach, dann kam Sauron. Und Kalle Grimbor, wie der hieß. Und den Ring ihm. Für die Rettung eurer Tochter. Ah, dann kam er wieder zurück, hat ihn umgebracht. Alles. Krass. Sven Asgut haben wir jetzt schon gesehen, die Geschichten, ne? Wie passiert das alles? Nein, bitte nicht. Wenn du mich tötest, gibt es Krieg. So sei es! Der hat seine Tochter umgebracht. Ja, der sieht ja nicht mehr durch, ne? Durch den Ring. Konntest du nur. Sag doch. Du warst dabei, als Sauron diesen Königen die Ringe gab, die sie verdarben. Diese Ringe sollten Ordnung schaffen. Sauron täuschte mich, er täuschte uns alle. Und doch, trotz alledem, hast du einen neuen Ring erschaffen. Wir schufen den Ring. Warum sonst nahmst du meinen Hammer? Es sind nicht noble Menschen, die wir knechten, nur wilde Orks.
Und es ist diese Armee, die Sauron für immer Einhalt gebieten wird. Um jeden Preis. Ein Drache wäre hilfreich gewesen. Oh, oh, oh. Für Killebrom. Cyrillebrom. Wird es noch böse enden, habe ich das Gefühl. Wir haben es aber erstmal geschafft. Heißer Zorn. Ist erstmal wichtig. Wir sind fast verreckt an dieser ganzen Sache. So, Dienerrüstung. Da ist noch ein Rot. Ah, da ist noch Gold. Oh, zack. Die Bleichhäute, die uns trotzen. Da ist er. Dies ist ein dummer Tag. So, jetzt haben wir mal ein bisschen. Was hier Haki? Der Waldläufer ist nicht. Okay, weiter geht's. Wir gucken weiter mit die Aufträge. 80% haben wir fertig. Wir haben auch gleich noch das nächste, nämlich Grabwandler. Da sind wir aber gerade nicht. Und hier haben wir das immer noch gesperrt, ne? Ah, du musst den Schatten auf. Achso, dafür brauchen wir den Schattenangriff noch. Und von dem Bog, warum haben wir eigentlich da nur 29%? Verstehe ich gar nicht. Die Sachen werde ich auch noch alle machen, ne? Die werden ja separat kommen. Einige habe ich schon gemacht, ich glaube. No. 3 Stück habe ich nämlich schon aufgenommen. Und Schattenangriff, ja, wir brauchen immer noch den Schattenangriff, ne? So, dann diese Sachen werde ich alle hier verfügbar. Erhöht die Wahrheit über Kangras Vergangenheit. Achso, da fahren wir denn mit die Spinnen. Dann natürlich die ganzen Sachen einsammeln. Das werde ich alles noch machen irgendwie. Und dergleichen. Wir werden erstmal aber hier die Stories observieren. Also diese und diese. Wir haben noch 80% und 67%. Das wäre die nächste Mission. Was ist da eigentlich los mit der Armee? Achso, da sind wir auch am. Da sind wir auch am Start. Dann Gebietskarte nochmal aufrufen. Ach, das ist gleich hier die Mission. Ah, okay. Grabwandler, das ist genau hier. Schnellreise ist nicht verfügbar, warum das nicht? Warum ist Schnellreise nicht verfügbar? Die Nazgul sind Saurons Hände in Mordor. Dann müssen wir sie abschneiden. Warum ist das nicht möglich? Das ist ja sehr komisch. Warum ist das nicht möglich? Hier ist noch ein Außenposten, ne? Tamon Angran. Tamon Angran in die größte Eisenmine in Mordor und beliefert die großen Schmieden von Nagaroth oder Nagaroth in der Nähe, irgendwie so Überlieferungsansehen. Also man kann noch Hintergrundinformationen sich einholen. Hier haben wir auch Oberherr, ne? Denn hier, das ist ja das aus dem ersten Teil, hatte ich glaube ich schon mal andere Folgen schon mal erzählt. Und dieses Gebiet ist noch frei. Und dann ist hier noch dieses Gebiet, ne? Dieses. Ja. Wo der Hexenkönig von Angmar her ist. Hier ist das schwarze Tor, ne? War es das? Ne, oder ist das das schwarze Tor? Hier ist das schwarze Tor, genau. Hier sind sie nämlich rein. Also Frodo ist ja dann hier so lang. Hier rein, tap, 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 tap. Durch Mordor spaziert und dann hier in den Feuerberg rennt. Da sind wir nämlich jetzt auch gerade. Aber ich frage mich eigentlich, warum wir hier keine Schnellreise machen können. Oder, ach so, es geht nur bei diesen Dingern. Okay, alles klar. Na, dann ergibt es Sinn, ja. Ja, da sind wir wieder und dann werden wir in der nächsten Folge
werden wir uns hier befassen mit. Dann werden wir auch diese Mission machen. Ich werde währenddessen mal die ganzen Sachen einsammeln und so, ne? Auf alle Fälle die Artefakte und so. Und die Hieroglyphen, die man entziffern muss. Aber das mal als so, ja, privat. Und dann können wir in der nächsten Folge die Mission in Angriff nehmen. Grabwandler, ne? Bin ich sehr gespannt, wie es mit den Nazgûls da weitergeht. Und natürlich auch mit Kille Rambor, wie mit seinem Ring und so. Er war ja dabei und alles. Irgendwie wird er mir immer unsympathischer, dieser Typ. Aber das war es erstmal von mir und der Mittelerde, Schatten des Krieges. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, wisst ihr ja, Like, Abo, teilt und schreibt in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin erstmal wieder raus und ciao.